und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist das lang ersehnte Album endlich angekommen, auf das ich noch von NeoTokyo gewartet habe. Und zwar, wie man sieht, ist es Taeyeons erstes Solo-Mini-Album, I. Und ja, die Folie habe ich schon abgemacht, da ich gerade schon mal versucht habe, das Video aufzunehmen. Dann allerdings meine Kamera abgeschmiert ist. Allerdings habe ich noch nicht großartig in das Fotobuch hier reingeguckt, nur die ersten paar Seiten. Und ja, hier hinten ist die Tracklist drauf. Ich weiß nicht, ob man die gut erkennt. Vorhin hat es nämlich nicht scharf gestellt. Tut sie jetzt auch nicht. Ja, hier sind auf jeden Fall 6 Tracks drauf. Einmal I, dann You Are, Gemini, Stress, Farewell und I, die Instrumental Version. Und ja, wir gucken auch direkt ins Album rein. Hier ist einmal die CD. Die ist ja in so einem blassrosa irgendwie. Und ja, ihr zweites Mini-Album Y will ich mir auch auf jeden Fall noch holen. Ich bestelle auch jetzt diesen Monat nochmal, so Mitte rum. Allerdings wird das Album wahrscheinlich nicht dabei sein, sondern ich wünsche mir das wahrscheinlich zu Weihnachten. Und ja, gucken wir ins Fotoalbum rein. Da habe ich, wie gesagt, ganz kurz reingeblättert, bis dann meine Kamera abgeschmiert ist. Aber die ersten Fotos an sich waren auf jeden Fall schon extrem hübsch. Aus Girls' Generation mag ich Taeyeon auch am meisten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennt, weil es jetzt etwas weiter unten liegt. Ich finde auch das Fotoalbum zu ihrem zweiten Album Y unglaublich hübsch. Also ist echt gut gemacht. Und hier stehen dann die Lyrics zu I. Hier zeige ich jetzt einfach mal das Fotobuch komplett. In meinem anderen NeoTokyo Unboxing habe ich das ja nicht gemacht. Da ich ja nicht so viel Speicher auf dem Handy hatte, wo waren wir? Ich glaube hier. Und allerdings, da ich ja nur dieses eine Album zeige, zeige ich einfach mal das komplette Album. Dann haben wir hier You Are. You Are ist auch mein Lieblingssong, wenn ich das nicht schon erwähnt habe. Am Anfang war es I, allerdings als ich mir das Album ein, zwei Mal auf YouTube angehört habe, da war es, hat sich You Are dann irgendwann als mein Favorit eingeschlichen. Und hier ist die Fotocard. Und ich bin echt zufrieden mit ihr, da es gibt, es gibt verschiedene Versionen der Fotokarte. Und mit der bin ich aber wirklich zufrieden. Die lege ich mal an die Seite. Und ja, hier ist Werbung von SM Town. Beziehungsweise vom SM Entertainment. Und ja, ich empfehle euch auf jeden Fall, ihr Album oder ihr Musikvideo anzuhören. Hier sind die Lyrics für Gemini. Also Zwilling bedeutet Gemini, ja. Dann Stress. Und ich finde sie wirklich unglaublich hübsch. Und ich höre mir das Album jetzt auf jeden Fall gleich nochmal an. Zu Farewell. Und ja, das war das Fotoalbum. Ich finde das Fotoalbum, also das Fotobook, wirklich richtig, richtig hübsch. Und ja, ich freue mich so, dass das Album jetzt angekommen ist. Und auch auf die, also über die Fotocard freue ich mich unglaublich.
Und ja, ich kann euch das Album wirklich nur empfehlen, wenn ihr K-Pop hört, oder auch wenn nicht. Ja, ich drehe demnächst auch noch eine K-Pop-Sammlung, da ich danach gefragt wurde. Und da zeige ich nicht nur meine Alben, sondern auch meinen anderen Stuff, da ich ja noch nicht so viele Alben besitze und ich nicht glaube, dass ich das so wirklich lohnen würde. Deswegen zeige ich alles, was ich habe, von Anziehsachen bis Poster und so weiter. Allerdings erst nachdem ich die anderen Alben bestellt habe und die auch angekommen sind. Also dauert es noch ein kleines bisschen. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal.